okay. Ich nehme zwar auf, aber egal. Also ich habe das alles hier drauf. Ne? Gerade das wird drinnen bleiben. Seltenheit, Nico ist auch mal hier. Finde ich echt super. Zucker, jetzt kannst du uns mal alle für unsere alle Zuschauer erklären, was hier heute passieren wird. Tja, wir drehen noch mehr Szenen. Und Paul gibt letzte Anweisung durch sein Megafon. Du hast hier gar nichts zu suchen. Genau, Pia, los, ab, weg. Kamera läuft. Dann die Kamera. Ja, bitte. Und bitte. Hey, ich weiß nicht, was du dazu tun hast. Wir laden Gründers. Aber. Kein Aber. Tillmann, du bist im Bild. Ich weiß. Oh, voll die diese Stimme. Ja, jetzt gibt's Eispause. Oh, das habe ich auch drauf. Hatte ich mal Paul in den Fokus, weil der macht am meisten Blödsinnigkeiten hier. Tillmann, du bist im Weg! Ich sehe mich nicht im Spiegel von hier aus. Ich sehe dich aber. Ich sehe dich auch. Ist okay. Und dann so eine Wand projizieren. Nee, wie man hier montieren einfach die ganze Seite. Okay, Feinabstimmung für die Position der Kamera hier. Im Mädchenklo hier. Im Mädchenklo. Die gesamte Crew hier besteht. Das fühlt sich schon toll. Okay, Frieda checkt nochmal den Text. Ich hätte wirklich gedacht, dass ja, klar. Du wartest. So sieht's aus, als wärst du gerade da irgendwie und würdest auf dem Mädchenklo chillen. Hey, wer legst dich im Toilettenkauf? Reiß mal ein bisschen zusammen hier, das ist echt anstrengend. Ja. Ist ja auch ein Kinderfilm. Wer hat jetzt hier was kaputt gemacht? Wer hat Geld fallen lassen? Du triffst dich einfach so mit einer anderen? Ich unterbreche gleich an dieser Stelle. Und zwar, ich versuche mal nicht so deutlich zu sprechen. Kein Mensch spricht so deutlich. Du triffst dich mit einer anderen. Wirklich so ein bisschen natürlicher. What, ey, du triffst dich mit anderen? Ey, du triffst dich mit anderen? Leute, mit einer. Du triffst dich einfach mit einer anderen? So. Nee, halt schon. Ich kenne dich. Okay. Super beendet. Ich dachte, wir wären zusammen.
Und du triffst dich auch. Stopp. Wieder, ihr seid wieder zu weit in der Richtung. Ja. Und dann Freddy hat sich umgedreht. Oh, Freddy, ich will dein Gesicht jetzt nicht sehen. Du hast ihn okay, also lass mal deine Basteln jetzt zusammen. Zweimal drehen auf zwei Perspektiven. Bleiben! Sie wird jetzt gleich da reingehen. Wow! Alter, jetzt ihr habt euch die Horror-Toilette. Wartet mal! Hör jetzt auf zu reden! So, einmal weiter. Nochmal. Und? Mach mal auf, ja? Und bitte! Alles okay bei dir? Du hast übrigens gerade geredet. Das ist gesehen im Spiegel. Nein, ich war mit Klöpfen auf dem Spiegel gesehen. Ich war gerade eben draußen. Du hast auch nichts zu tun. Die Bühne ist auch aus. Okay, dann würde ich sogar den Making of Kamera tolerieren. So. Raus. Zack. Ich krieg einen Herzinfarkt. Jetzt ist jemand auch, ja? Er ist Kim. Angie. Wie ist er denn? Ach so, okay. Okay. Die Making-of-Crew wurde rausgeschmissen. Ich fass es nicht. Felix Baum hat seit der zweite Österreicher der Gast. Mann, dein fucking Ernst. Wir brauchen nur eine Passierende. Junge, der nimmt schon auf. Was ist denn der? Könntet ihr beide dann bitte ruhig sein und weiterarbeiten? Danke. Ich muss die angucken, sonst kann ich das nicht gut rüberbringen. Solange du auf die Mädchentoilette gehst, ja. Ich hab alles drauf.
Wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich jetzt so um Szene-Nummer. Ja. Welche Szene ist das? Die Halbkorn-Szene. Ja, aber welche also Nummer? Acht? Ich fische jetzt die Wörter. Ja, okay, also auf jeden Fall. Jetzt kommt die Albtraum-Szene. So, ich hab die jetzt losgeschickt. Und ihr haut jetzt alle ab, ja? Danke. Ey, Vorsicht mit dem Mikro. Okay, super. Er darf. So. Samstag wird man sich ja sehen. Das kommt gerade richtig geil, weil ihr alle nur ein schwarzes Gesicht habt. Weil das Licht einfach nicht so ist, wisst ihr? Ja, bitte. Okay, dann einmal klappen. Okay. Und einmal rennen. Und guck mal, was hier drin jetzt so abgeht. Mach mal so ein bisschen zerzaust, damit das so aussieht, als hättest du richtig einen. Keine Schere. Pia, ich hole die Schere. Pia. Okay. Keine Schere. Clemens, lass mal die Augen zu, das ist voll lustig. Mach nochmal, das will ich jetzt aufnehmen. Clemens, mach mal die Augen zu. Warte, ich mach das ein bisschen. Schade, dass es keine Schere ist. Jetzt ist Clemens Nase ab. Ich hab deine Nase. So, entweder rein oder raus. Außerdem ist ein Franzose, ganz sicher. Ja, das ist ein Franzose außerdem. So, hier kommt keiner mehr rein. Frieda, ich würde dann aufpassen, dass du nicht so. Keiner durch! Die wird bestimmt von Frank Gnome verfolgt, die kommt da nicht höher. Okay, also allein schon der Fakt, dass man die Nacht öffnen kann, und dann ist das egal, also, alles erfahren. Traurig. Warte mal, wir zeigen euch mal die Problematik. Also wir haben eine Tür, die nach außen hin aufgeht. Wir wollen dafür irgendwas reinstellen. Wir brauchen noch Traumdienst. Das kann man richtig, richtig übertragen. Ja, oder das kann auch mal. Dann noch ein paar Sachen. Wie gesagt, die Tür geht quer. Die Tür geht nach außen auf. Wir wollen hier jetzt verbarrikadieren. Innen. Nee, pass auf. Ich stelle mich einfach hier hin. Ich komme zu den Träumen. Echt mal, wir können ja Timo in den Weg stellen. Komm zu den Träumen. Der kommt dann aus dem Nichts. Ja. Es ist ein Traum, ja. Clemens ist Gamer. So, das ist Clemens Rainbow. Ach nee, er ist Nine Cat. Er ist Nine Cat. Er ist Gamer. Ey, die Nine Cat. Ey, die werde ich wirklich noch reinschneiden. Ja. Ey, wir bräuchten mal den Greenscreen, damit wir das aufnehmen können. Nein, Game Man. Alter, ich werd wirklich irgendwas Peinliches da reinschneiden. Game Man Forever. Game Man. Jetzt muss er dran rumlecken. Jetzt muss er dran rumlecken. Ey, leck mal dran rum. Aber echt, was hast du genommen? Weißt du was, ich glaube, ich werde das mit dem Blitzlicht aufnehmen. Reiß dich mal zusammen, sonst musst du wieder anfangen zu lernen. Wir werden mit so ein paar Tricks brauchen. Okay, einmal Ruhe. Kannst du loslegen? Du musst schon die Tür zu machen. Scheiße, Justin Bieber verfolgt. Und bitte.
So, jetzt ganz natürlich die Tür zuknallen lassen, ja? Ganz natürlich, okay. So, läuft der dann? Ja. Und bitte. Ja, okay, damit er mal sieht, wie chaotisch das ist, so einen Film zu drehen, ne? Wie lange soll der nur werden? 10 Minuten? Ich darf nicht lachen! Niemand darf hier lachen. Bei den Outtakes darfst du ja. So, okay. Dann einmal die Sache. Geil. Oh, richtig. Also Respekt hier. So, okay, jetzt auswerten des Filmmaterials hier. Ganz interessant. Okay. Also das war die wohl geilste Szene, die es gibt. Allgemeine Verwirrung am Set. Allgemeine Verwirrung am Set. Weil dann kommt die Szene, wo du so aussieht, als würdest du ins Bett gehen, oder? Willst du mal einen echten Hasen sehen? Ja. Okay, und bitte. Sie ist ein bisschen ausgerutscht. Vorsicht. Nee, okay, wisst ihr was? Ich werde das jetzt erstmal lassen. Das war's für heute mit dem Bildmaterial von der Making-of-Kamera. Ja. Und Karl, hast du noch irgendwelche Abschiedsworte? Ich Karl. Clemens, meine ich ja. Ich habe doch gesagt, ich nenne dich ab jetzt Karl. Nein. Irgendwelche Abschiedsworte? Schade. Okay, das war's.